Lieber himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken für den Obenzaum. Danke, Herr, dass wir miteinander auf dich, auf dein Wort hören dürfen, Gottes Wort, nicht Menschenwort. Und dass du es gut machst mit uns. Danke, himmlischer Vater, dass wir in dir geborgen sind. Dass du der bist, bei dem wir wirklich zu Hause sind. Und Vater, ich bete einfach, wenn irgendwie wirklich sein ewiges, sein Daheimsein vermisst, dass es in dir findet. Und so lege dir den Abend hin, das Reden, uns Hören. Und ich bete einfach, dass du zu uns redest in deiner Liebe, so wie du es alle da hörst und alle da wirst. Danke jetzt für die Zeit miteinander. Amen. Das Thema ist die vier Feinde des Herzens. Und ich habe es dann genannt Schuld, Zorn, Gier und Eifersucht. Übrigens, meine Premiere, ich muss erst mal Brühen aufsetzen, nicht einmal, aber es ist halt so, gell? Es hilft nicht. Man kann es, ja, jetzt wirst du alt, gell? Aber du übrigens auch, gell? Ja. Guti. Wenn du so einen Job hast wie ich bin ja Prediger, jetzt die zwei Wochen, ich war jetzt in der Schweiz, in Deutschland, da, ich habe nur in die zwei Wochen 48 Mal predigt, auf ganz verschiedene Orte. Das ist, was ich in erster Linie tue. Irgendwie hat sich das halt so ergeben, habe ich nie gesucht. Aber da musst du eine Regel unbedingt einhalten, als Prediger. Du musst alle nett sein. Weil wenn du nicht nett bist, nachher lässt dir keiner zu. Im Prinzip gilt es für uns alle, was im Gastgewerbe tätig sind, wir müssen alle nett sein. Weil wenn wir nicht nett sind, können wir keine Gäste mehr. Und für die leben wir ja schließlich. Und aber speziell für einen Prediger, der was dann noch Christ ist und das Wort Gottes umeinander tragt, für den erwartet man, dass er besonders nett ist. Als Leiter von Dauernhof muss ich auch nett sein, weil sonst kriegen wir keine Gäste, das war auch blöd für uns. Als Buchschreiber muss ich auch nett sein, weil sonst kauft keiner meine Bücher. Also das erwarten die Leute. Das heißt, wenn ich weiterhin in einem warmen Haus wohnen will und gut essen will, muss ich nett sein. Für den lebe ich. Und je größer die Konferenz ist, desto netter bin ich. Weil man sonst die Leute enttäuscht, vor den Kopf stoßt und sie ja, sich nicht auskennen, warum man nicht nett ist. Das lernt man über die Jahre. Aber ich habe über die Jahre was gemerkt, da ist eine große Gefahr. Und die Gefahr ist die, ich bin nett, wenn es von mir erwartet wird. Und ich weiß, dass ich damit gut ankomme. Außerdem habe ich was davon, das ist einträglich. Man grüßt sich freundlich, schüttelt Hände. Und wenn du in Amerika bist, dann tust du umarmen, das ist, musst du so tun. Bei uns ist es so ein bisschen steif, ein bisschen Abstand, weil ich ja lieber. Na, wenn man, kommt drauf an, wer es ist, gell? Und wenn man so nachher ein Baby nimmt und hält, das kommt auch gut an. Und wenn ein Ghost im Winter im Dauernhof seine Ski umfallen lässt und mein Auto hat einen Kratzer, sagt man, ja, mein Gott, ich bin ja Christ, das ist ja nicht so tragisch. Ich habe ihn trotzdem gern, kannst mehr gern haben und so weiter. Und wenn man als Christ immer vorne steht und als Vorbild angesehen wird, dann ist eine große Gefahr, nämlich die Gefahr, dass man zwei verschiedene Verhaltensweisen sich angewöhnt. Das ist die öffentliche Seite, wo man tut, was die Menschen von dir erwarten, und dann die private Seite, wo niemand dich sieht. Und die Gefahr besteht, dass das, was man wirklich ist, das ist, wenn die nimmt sich, das bin ich wirklich. Und das, wie man sie gibt, zwei verschiedene Dinge werden. Die Bibel hat für so einen Lebensstil ein Wort, und zwar nennt die Bibel so einen Lebensstil Heuchelei. Wer so lebt, ist ein Heuchler. Und es ist, wenn du das Neue Testament liest, stellst fest, nichts hat Jesus mehr auf die Palme gebracht, als wir Menschen, die was heucheln. Die was vorgeben, was zu sein, was sie aber wirklich gar nicht sind. Und wenn Jesus religiösen Menschen begegnet ist, das waren damals die Pharisäer, und du und ich, die meisten von uns würden sie gläubige oder religiöse Menschen nennen. Und wenn Jesus religiösen Menschen begegnet ist, die was außen heilig da haben, wir sagen auch scheinheilig,
aber innerlich was anderes sind, das hat Jesus am härtesten verurteilt. Jesus hat mit allen leiden können, aber nicht mit Heuchelei. Und die Menschen damals, vor 2000 Jahren, zur Zeit Jesu, die waren ja genau gleich wie du und ich. Nämlich, es ist ihnen leichter gefallen, nach außen hin sich richtig zu benehmen, als wir das Herz zu trainieren, als wir das Herz zu kontrollieren. Und wir stehen alle in Gefahr, speziell die, was an die Bibel glauben, Pharisäer zu werden. Das heißt, nach außen scheinheilig zu sein und innen ist aber eigentlich anders. Und weil wir alle in dieser Gefahr stehen, ist es so wichtig, unser Herz zu prüfen und zu bewahren. Und darum der Vers als Überschrift für unsere 6 Stunden, die wir haben, die 3 Abende. Im Sprüche 4,23 im Alten Testament steht, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Am Dauernhof, den gibt es jetzt seit 50 Jahren, ist mein größtes Anliegen, dass wir als Mitarbeiter unser Herz bewahren. Wir haben öfter so Mitarbeitertreffen, wo wir so schatzen, wie es geht, über die Zukunft und so weiter, Visionen. Und da ist einmal die Frage aufgekommen, der Dauernhof ist ja ziemlich gewachsen, es ist aber mehr geworden, für die Leute, dann ist die Frage aufgekommen, ja, wird der Dauernhof nicht ungeistlicher, wo man immer mehr Menschen haben? Aber früher, wie ich gekommen bin, waren 35, 40 Leute, jetzt sind es halt über 80 oder so. Jetzt ist die Frage, sind wir alle noch so geistlich so von Gott her leben oder nicht mehr? Und die Antwort ist eigentlich einfach. Der Dauernhof wird so geistlich bleiben, wie die Herzen der Mitarbeiter geistlich bleiben. Völlig egal, ob er klein oder groß ist. Und der Dauernhof wird so ungeistlich werden, wie die Herzen der Mitarbeiter ungeistlich werden. Und mein eigenes. Ich war schon in christlichen Werken, die waren sehr klein, sehr ungeistlich. Da hat man von der Liebe Jesu nicht viel gespürt. Und ich war in Gemeinden, die sind riesig groß. Und da spürst du die Liebe Jesu Christi. Und darum die wichtigste Frage ist die, ist das, was ich äußerlich bin, stimmt es überein mit dem, was ich innerlich bin, mit meinem Herzen? Denn schaut, Menschen können wir täuschen, zumindest eine Zeit lang. Wir können ihnen was vortäuschen. Und wenn Menschen dann die Wahrheit über dich herausfinden, dann sind sie enttäuscht, weil du sie getäuscht hast. Übrigens nur nebenbei, das ist faszinierend. Du kannst Gott nie enttäuschen. Ist dir das bewusst? Gott ist nie enttäuscht von dir. Aus dem einfachen Grund, damit Gott von dir enttäuscht wäre, müsste er sich zuerst in dir getäuscht haben. Aber Gott täuscht sie nie, er kennt dich genau. Drum kannst Gott nie enttäuschen, das kannst nur Menschen. Weil Menschen kannst du was vorspielen. Und dann sind sie enttäuscht, wenn sie merken, ist du nicht so. Gott nicht. Darum kannst du Gott immer ehrlich sein, weil der ist nie enttäuscht von dir, der weiß sowieso, wie du bist und ich. Im 1. Samuel 18, Vers 7 steht der Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Wir sehen das, was wir vor uns haben, der Herr aber, der sieht das Herz an. Und wir wollen uns diese paar Stunden mit unserem Herz beschäftigen, weil wenn wir nicht unser Verhalten mit unserem Herz, ich nehme jetzt einmal das Wort, synchronisieren, wenn das nicht gleich wird, dann besteht die große Gefahr, dass wir Heuchler werden. Und was das ist so, wenn wir immer nur unser Benehmen kontrollieren und innerlich sind wir aber anders, dann kommt der Tag, wo du dein Benehmen nicht mehr kontrollieren kannst, es wird für jeden ersichtlich. Früher oder später kommt es ohnehin ans Licht. Und ich fange mit einem Bibelvers an, aus Matthäus Kapitel 15. Wenn ihr unsere Bibel dabei habt, könnt ihr es gern aufschlagen. Matthäus 15, da spricht Jesus nämlich über das religiöse Doppelleben der Pharisäer.
Die Pharisäer waren gute Menschen, Kirchenmenschen, also religiöse Menschen, die haben Gutes getan, aber ein Problem. Sie waren unehrlich. Was nach außen gezeigt haben, war innen nicht Realität. Ich lese ein paar Verse vor. Da lesen wir Matthäus 15, Vers 1. Dann kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten von Jerusalem zu Jesus und sagen: Warum übertreten deine Jünger die Überlieferung der Ältesten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Was war ihr Problem? Äußerlichkeiten. Die Jünger waschen sich die Hände nicht, bevor sie essen. Das ist in unserer Kultur so ungeistlich. Das ist ein Wahnsinn. Die können nicht richtig gläubig sein, wenn sie das nicht lernen. Jede Kultur hat seine eigenen Regeln. Das ist die jüdische Kultur. Da musstest du dir die Hände waschen. Das war ihr Problem. Die Jünger Jesu haben sich die Hände nicht gewaschen und haben gesagt, aber die sind ungeistlich. Dann sagt Jesus ein paar andere Sachen und ich lese weiter im Vers 7. Dann sagt Jesus zu diesen Pharisäern, zu den religiösen Menschen: Ihr Heuchler, treffend hat der Prophet Jesaja über euch geweissagt, indem er spricht: Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit entfernt von mir. Vergeblich beten sie mich an, indem sie als Lehren Menschengebote lehren. Jesus sagt hier: Wisst ihr, was euer Problem ist? Das, was mit euren Lippen bekennt, ihr sagt, ich glaube an Gott und so weiter, ich will für Gott leben. Und was im Herz wirklich ist, ist weit entfernt voneinander. Und darum verehrt ihr mich vergeblich, sagt er im Vers 9. Und dann erklärt er noch ein bisschen weiter im Vers 10. Da sagt er: Und er rief die Volksmenge herbei und sprach zu ihnen: Hört und versteht. Aber was Jesus sagt, ist aber so speziell. Mir taugt das einfach. Wie Jesus Menschen durchschaut, aber liebevoll durchschaut. Und da sagt er im Vers 11: Nicht was in den Mund hineingeht, verunreinigt den Menschen, sondern was aus dem Mund herausgeht, das verunreinigt den Menschen. Sagt er im Vers 10. Sie sind nicht ganz mitgekommen. Was ist das mit dem Mund reinigen, Mund aussiegen? Das ist mir jetzt kompliziert. Dann hat der Petrus gesagt im Vers 15. Petrus aber antwortete und sprach zu ihm: Deute uns dieses Gleichnis, Herr Jesus, erklär uns das mit dem Einigen und Aussiegen, ich kapiere das nicht ganz. Er aber sprach: Seid ihr noch so unverständig, kapiert ihr überhaupt nichts? Und dann im Vers 17 greift er zurück auf eine ganz einfache Regel, die was jeder Lehrer kennt, jeder Pädagoge und Skilehrer. Du greifst zurück auf eine Regel, da musst an was anknüpfen, was der Schüler bereits kennt, und dann führst du den Verdau weiter. Und da geht Jesus zurück zu den ganz einfachen Sachen. Vers 17: Begreift ihr nicht, dass alles, was in den Mund hineingeht, in den Bauch geht und in den Abort ausgeworfen wird? Er hat gesagt: Kapierst du das? Kannst du mir bis hierher folgen? Petrus hat gesagt: Ja, mir so blöd bin ich auch nicht. Und dann sagt Jesus im Vers 18: Was aber aus dem Mund herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerungen. Diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Jesus sagt: Weißt du, was im Menschen, was Problem vom Menschen ist? Ist nicht, dass er mit dreckigen Händen ist. Das ist nicht sein Problem. Das Problem ist, dass aus dem Herzen heraus alles die gemeinen Dinge kommen, wo wir andere verletzen und wo wir von anderen verletzt werden. Und wir können unser Herz nicht für immer verstecken. Früher oder später kommt es an die Oberfläche und jeder weiß. Zum Beispiel, jeder von uns kennt Menschen, für die wir absolut Respekt haben. Ich kenne Prediger, Pfarrer, die was echt Vorbilder haben. Man denkt, wow, wie die leben, ist echt gewaltig, ein Vorbild. Und dann plötzlich hört man,
dass der die Ehe gebrochen hat, fremdgegangen ist. Oder da ist ein christliches Werk, das was über Jahrzehnte gesegnet ist und Menschen werden gesegnet. Und dann hört man plötzlich, wie das christliche Werk mit finanzieller Untreue aufdeckt wird und sie unehrlich waren im Finanziellen. Und meistens sind wir schockiert, weil das waren doch so liebe Menschen. Das gibt's doch nicht, dass der sowas tut. Das war so ein guter Vater, das war so ein guter Mitarbeiter. Und wisst ihr, warum das passiert? Also einen ganz einfachen Grund. Weil sie haben gelernt, über Jahre ihr Verhalten nach außen zu kontrollieren, aber ihr Herz war ganz woanders. Und früher oder später kommt es durch. Was wir alles innerlich waren, sieht man dann nach außen. Und da sind wir alle im selben Boot, da brauchen wir auf keinen Finger zu haben. Wir sind alle im selben Boot, wir müssen nur auf uns schauen, wo ist mein Herz und wie leib ich eigentlich? Und jetzt möchte ich ganz konkret auf 4 Feinde eingehen, die unser Herz kaputt machen und entstellen. Und die 4 Feinde, die wir haben, sind, wie ich bereits genannt habe, Schuld, Zorn, Gier und Neid oder Eifersucht. Und die Bibel, Jesus warnt uns vor diesen 4 Feinden, die unser Herz kaputt machen. Interessanterweise, ich glaube, du kannst das nächste tun, Simon, wenn es geht. Interessanterweise haben alle 4 Dinge etwas mit Schuld zu tun. Jemand schuldet einem anderen etwas. Und so fange ich gleich mit dem ersten an, mit dem ersten Feind, das unser Herz kaputt macht, und das ist Schuld. Schuld sagt, ich schulde dir etwas. Ein Mensch, der schuldig ist, sagt, ich habe in der Vergangenheit etwas gesagt oder getan und ich weiß, ich bin schuldig, dass ich das da habe oder gesagt habe oder nicht da habe. Ein schuldiger Mensch weiß, ich schulde dir eine Entschuldigung oder ich schulde dir eine Erklärung oder ich schulde dir eine Wiedergutmachung. Aber ich habe Angst, das zuzugeben. Ich habe Angst vor deiner Reaktion. Ich habe Angst, wenn ich zugib, was ich da habe, früher, dass du mich abstößt und ich mal die Beziehung verliere. Drum halte ich die Schuld, die was ich begangen habe, für mich. Und die Schuld, das, was ich mal da habe, das wird mein kleines Geheimnis. Schuldige Menschen tragen ein Geheimnis mit sich herum, und das sagen sie keinen anderen Menschen. Wenn die Menschen in die Enge getrieben werden, wo sie merken, oh, jetzt wird es eng, jetzt ist es soweit, dass sie das draufkommen, dann fängt der Mensch sogar an zum Lehren, obwohl er das sonst nicht hat, um sein Geheimnis zu bewahren. Also Schuld sagt, ich schulde dir etwas, Erklärung, Entschuldigung, Wiedergutmachung, aber ich kann es nicht, weil ich Angst vor den Konsequenzen. Und darum wird es ein Geheimnis. Wenn du in der Firma, wenn du in der Firma hast oder in der Firma arbeitest, und da sind Menschen, die was Schuld mit sich tragen, die schaffen in der Regel eine Atmosphäre des Misstrauens. Und wenn es zu bestimmten Themen kommt, da kann man nicht drüber reden. Das hat meistens mit Schuld zu tun. Da ist eine unaufgearbeitete Schuld. Das ist der erste Feind unseres Herzens, Schuld. Der zweite Feind unseres Herzens ist Zorn. Schuld sagt, ich schulde dir was. Zorn, der zornige Mensch sagt, du schuldest mir etwas. Zorn übrigens hat einen ganz einfachen Ursprung. Ich weiß genau, wenn du zornig bist. Wenn du nicht kriegst, was du willst. Ganz einfach. Ich weiß, wenn ich zornig bin, wenn ich nicht kriege, was ich will. Dann bin ich zornig. Und du kannst zornig sein auf Gott oder auf Menschen, ganz zugleich. Zum Beispiel,
wenn ich ein paar Wochen echt, da tue ich viel, reise mir dumm und erzähle den Leuten von Jesus und dann habe ich endlich eine Woche einmal Urlaub und frei. Ich sage, ah, Herr Jesus, ich freue mich so drauf auf die Wochenurlaub. Nächsten Tag noch bin ich krank im Bett. Ich wollte klettern gehen, ich wollte das noch, und jetzt bin ich krank. Dann bin ich zornig auf Gott, weil er schuldet mir was. Meine Gesundheit. Ich kriege nicht, was ich will. Es ist ganz einfach. Ich war, die Weiberleute sagen nicht, sie sind zornig, sie sagen, sie sind aufgeregt. Das klingt besser. Aber im Prinzip ist es das Gleiche. Zornige Menschen ist auch wichtig zu erkennen, sind verletzte Menschen. Irgendwo haben sie eine Verletzung erfahren, irgendwer hat sie verletzt und da hat sie ein Zorn festgesetzt durch diese Verletzung, weil irgendwer hat er was genommen. Darum sind sie zornig. Nur ein Beispiel, damit ihr auch wisst, was ich meine. Ein Mann sagt, mein Vater hat meine Familie, meine Mutter und mich verlassen mit einer anderen Frau, wie ich 12 Jahre alt war. Er hat mir was genommen. Er hat mir meine Kindheit genommen. Er hat mir Weihnachtsfeste genommen. Er hat mir Geburtstagsfeste genommen als Familie. Darum habe ich ein Recht, zornig zu sein auf meinen Vater, der mich mit 12 verlassen hat. Er schuldet mir meine Kindheit. Und der Mensch hat Zorn in sich. Eventuell sein ganzes Leben. Oder diese Frau hat mich, mit der ich zusammengelebt habe, 10 Jahre, hat mich benutzt, ausgenutzt, ich habe 10 Jahre für sie hingegeben und jetzt ist sie abgehauen. Sie schuldet mir diese 10 Jahre, darum bin ich zornig auf sie. Zorn hat immer mit Schuld zu tun, der andere schuldet mir was. Oder mein Freund hat mich in den Stich lassen, er hat mich vergessen, er hat mich links liegen lassen, obwohl er mein Vertrauen geschenkt hat. Und darum bin ich zornig auf meinen Freund, er schuldet mir das Vertrauen, das ich ihm geschenkt habe. Zornige Menschen sagen, jemand hat mir etwas genommen und dieser jemand ist mir deshalb etwas schuldig. Es geht um eine Schuld, die zurückbezahlt werden muss. Das ist Zorn. Wenn du Mitarbeiter hast in einer Firma, die was Zorn in sich tragen, dann produziert das ein unrundes Klima in der Firma. Was sie versuchen, zornige Menschen, sie versuchen, die anderen auf ihr Seiten zu bringen und wenn sie Gelegenheit haben, dann sollen sie das haben. Das ist Zorn. Weil du schuldest ihm etwas und wenn er das einfordern kann, dann lass das spüren. Das ist der zornige Mensch. Es geht um eine Schuld, die beglichen werden muss. Der dritte Feind ist die Gier. Übrigens, das habt ihr alles auf einem Blattler, was ihr gekriegt habt. Gell? Ich habe zwischendrin hab so ein bisschen Plauz lassen, weil ihr wollt gerne mitschreiben. Darum ist das so. Da ist nicht jetzt ein Fehler passiert, das habe ich absichtlich so gemacht. Gell? Und das, was drin ist, die Blattler übrigens, ist genau das Gleiche, was auch da oben steht auf der Leinwand. Der dritte Feind vom Herz ist die Gier. Die Gier, wenn jetzt die Schuld sagt, ich schulde dir etwas, Entschuldigung, Erklärung. Der Zorn sagt, du schuldest mir etwas. Die Gier, der gierige Mensch sagt, ich schulde mir etwas. Ich habe das und das und das verdient. Und mir steht das zu, weil das habe ich einfach verdient. Gier ist übrigens der am besten getarnte Feind im Herzen, weil kein Mensch gibt zu, dass er gierig ist. Es kann ohne weiteres sein, dass einige Feinde zugeben, wenn sie ehrlich sind, ja, ich bin ein zorniger Mensch, ich habe Zorn, kann es auch nicht übersehen. Da ist es offensichtlich. Dann sagt er halt, ja, es ist ja so. Oder es kann auch sein, dass einer dann zugibt und sagt, ja, es ist eine Schuld und es belastet mich. Aber keiner sagt, ich bin gierig. Weil wir alle wissen, gierige Menschen sind hässliche Menschen. Und darum sagen wir es nicht.
Was wir darum lieber sagen? Weil zu sagen, ich bin gierig, das ist nicht gut. Wir sagen lieber, ich bin vorsichtig, wie ich mein Geld ausgib. Klingt viel besser. Ich will mich auch nicht ausnützen lassen. Das klingt viel besser. Dahinter steckt meistens Gier. Und das muss man mal erkennen, ich habe Gier, ich komme dann noch drauf, wie ich das vorbereitet habe, du, das war für mich gar nicht so leicht, weil ich mir denke, du, das bin ja über ich. Ich rede auch dauernd über mich. Gierige Menschen, die sagen dir nie, wie viel das haben, weil sie haben alle Angst, dass du mehr hast wie sie. Darum sagen sie das nicht. Und man kann gierig sein, der gierige Mensch hat Angst, dass er weniger Geld hat wie der andere, dass er weniger Zeit für Hobby hat wie der andere, dass er weniger Anerkennung kriegt wie der andere, dass er weniger Einladungen kriegt als wie der andere. Er hat dauernd Angst, ich kriege allweil zu wenig und darum ist er gierig. Ein gieriger Mensch glaubt, sich selber alles zu schulden, sich selber alles geben zu müssen. Wenn du Menschen in deiner Firma hast, die was mit Gier ein Problem haben, die schaffen Atmosphäre der Geheimnistuerei. Arbeitet der andere vielleicht weniger wie ich? Oder ich mehr? Verdient der jemand mehr, obwohl er weniger tut? Er hat alle Angst, dass er ein bisschen zu wenig kriegt und der andere zu viel. Wenn du da findest, Gratulation, du bist gierig. Weil das ist aber ganz gesund, wenn man ehrlich drüber redet. Wir haben ja gelernt, alles nette Worte zu finden, aber dann haben wir auch keine Hilfe. Weil ihr müsst in der zweiten Stunde bleiben, sonst schaut es nicht gut aus. Ich habe es nicht gesagt. Zweite Stunde wird besser. Dann haben wir dann einen vierten Feind und der vierte Feind heißt Neid oder Eifersucht. Wenn die Schuld sagt, der schuldige Mensch sagt, ich schulde dir etwas, der zornige Mensch sagt, du schuldest mir etwas, die Gier sagt, ich schulde mir alles, dann sagt die Neid oder der Eifersucht, sagt Gott schuldet mir etwas. Der neidige, der eifersüchtige Mensch sagt, Gott schuldet mir so einen Körper, wie er sie hat, aber nicht das da. Eifersucht sagt, Gott schuldet mir so einen Ehemann, wie er die hat, aber nicht mein. Gott schuldet mir die Gaben, die was der hat, aber nicht die, was ich nicht habe. Warum schenkt Gott dem anderen so viel Gelingen und mir schenkt er überhaupt nichts? Gott, ich bin zu kurz gekommen bei dem Ganzen, du behandelst mich schlechter als alle anderen. Gott, du schuldest mir etwas. Das ist Neid. Neid übrigens entsteht, der Ursprung von Neid, das ist auch interessant, entsteht durch ungesundes Vergleichen. Vergleichen im positiven Sinn, das kann sogar förderlich sein, indem man sie anspornt. Aber in der Regel ist Vergleichen negativ und ist nicht hilfreich. Kierkegaard, das war Religionsphilosoph, der hat gesagt, das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Und wisst ihr, was auch witzig ist? Wir vergleichen uns immer mit denen, was besser haben, kaum mit denen, was letztes geht. Das ist interessant, weil wir konnten ja jeden Tag sagen, na du Trottel, insgeheim, schau mal in Afrika, da hat der Hunger, na, bin ich reich. Na, wie es ins gut geht, na, es ist brutal. Weißt du was? Wenn ich da um und angehe und ich schätze, jeder jammert klar. Ja, warum? Weil mit wem vergleicht er sich? Aber mit dem, von dem er glaubt, der hat mehr. Das ist das Problem. Und wisst ihr, was die erste Sünde war in der Bibel? Ist auch interessant.
wie die Schlange, Satan wird er genannt, diese rätselhafte Figur in der Bibel, der ist einfach tot und ist wieder weg. Aber das ist die Sünde auch, und Satan wird er genannt, der was der erste Versucher war. Und er hat zu Adam und Eva gesagt, wenn du von dieser Frucht isst, dann wirst du sein wie Gott. Adam und Eva, wenn sie denkt haben, du so wie Gott sein, das, mit denen habe ich mich noch gar nicht verglichen. Das muss cool sein. Und so hat die erste Sünde angefangen, weil sie sich verglichen haben mit ihm. Im nächsten Kapitel, ganz vorne in der Bibel, haben wir dann das erste Kapitel nach dem Sündenfall, wo zwei Brüder sind, Kain und Abel, und der eine schlägt den anderen. Warum? Wegen Neid. Er war neidig. Gott sagt zum Kain, warum hat dein Gesicht sich gesenkt? Warum schaust du zornig rein? Er hat ihn beneidet, sein Bruder, und es war der erste Brudermord. Daran sieht man übrigens, dass Neid etwas Teuflisches ist. Neid ist kein so ein Gaudi. Das ist was Ungutes. Wisst ihr, wenn du weißt, ob du neidig bist oder nicht? Ja, eine ganz einfache Prüfung. Ein klares Zeichen, dass du Neid im Herzen hast, ist, wenn du dich heimlich freust, wenn ein anderer, der was besser ist wie du, versagt. Da ist wer, der ist schöner, besser, schneller wie du, aber dann haut es ihn total aus der Bahn und innerlich freust dich, endlich hat es ihn einmal erwischt. Man nennt es Schadenfreude. Ein Mensch, der Schadenfreude hat, der hat Neid im Herzen und Eifersucht. Wisst ihr, wenn man nämlich darüber nachdenkt, es ist ja völlig unlogisch. Warum sollte ich mich freuen, wenn es einem anderen schlechter geht? Es ja, gibt ja keine logische Erklärung dafür. Es ist nur der Neid und die Eifersucht. Neid hat eine wahnsinnig zerstörerische Kraft. Und darum, ich habe ein Buch von einem gewissen Professor Helmut Schöck, ist ein Professor in Mainz, Katholik, und der hat ein Buch geschrieben, Der Neid und die Gesellschaft. Und da hat er geschrieben, es gibt ganz wenig Bücher über Neid. Ist euch das aufgefallen? Über Sex zum Beispiel, da gibt es ja auch keine Tabus mehr, es gibt 1000 Bücher über Sex und alles das, was es so zum Lesen gibt, aber über Neid nicht. Und er hat gesagt, er glaubt zu wissen, warum. Weil sobald du ein Buch über den Neid schreibst, schreibst du ein Buch über dich selbst. Darum gibt es so wenig Bücher über Neid. Neid wird übrigens in allen Kulturen verurteilt. Zum Beispiel Mord nicht. Nicht in jeder Kultur ist Mord schlecht. Es gibt Kulturen, da ist Morden durchaus erlaubt. Ob das der als Blutrache ist oder was immer. In Albanien, im Norden Albaniens, gibt es immer noch eine Blutrache. Das ist ja so. Also nicht überall ist Morden schlecht, aber der Neid ist in jeder uns bekannten Kultur negativ. Die Einzigen, die was so blöd sind und sagen, Neid ist okay, sind wir, Geiz ist geil. Gell? Man feiert, siehst du, wie weit das Mensch schon feiert. Es gibt keine Kultur, wo es positiv ist. Aber jetzt haben sie ja aufgehört, weil ganz funktioniert es auch nicht. Der Neider übrigens will ja auf keinen Fall als Neider erkannt werden. Wer sagt schon, ich bin neidisch, jetzt wenn es wirklich ist. Wenn zum Beispiel jemand zu dir kommt und sagt, na du, ich beneide dich so um das schöne Kleid. Das ist kein Neid. Dann bist du nicht neidisch. Weil dann bist du okay. Weil der Neider würde das nie sagen. Der schaut so und sagt, die blöde Dussi. Das ist der Neidische. Dieser, in dem Buch, der Schöck, der was das Buch geschrieben hat, der sagt, es gibt 136 Sprichwörter über Neid in der deutschen Sprache und jedes ist negativ. Es gibt kein einzig positives Buch über Neid. Der Neid sieht das Schiff, aber nicht das Leck. Der Neid frisst dich auf. Der Neid schaut schon den Kindern aus den Augen. Der Neidische ist ein eigener Henker. Oder wer neidet, der leidet. Also Neid ist ausschließlich negativ.
Und wenn du in zum Beispiel in einer Firma Leute hast, die was Neid tragen, da wird es nicht viel Ermutigung geben. Da wird schnell kritisiert, aber kaum gelobt. Das ist die Kultur, die der Neid prägt. Die einzige Freude, die es gibt, ist, wenn es den anderen schlechter geht wie dir. Das ist die Schadenfreude. Da gibt es einen guten Vers in Matthäus 6, Vers 22 und 23. Simon, kannst du uns das aufschmeißen? Matthäus 6, Vers 22, da sagt Jesus, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun das Auge klar ist oder hell ist, so wird dein ganzer Leib klar sein oder Licht. Wenn aber dein Auge böse ist, dann wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist diese Finsternis? Die Theologen haben gefragt, von was redet Jesus da? Nun, Jesus redet hier über Neid. Weil es gibt einen anderen Vers im Alten Testament, das ist ein jüdisches, weil wir haben auch Sprichwörter, das ist ein Art jüdisches Sprichwort, eine Redewendung. Im Sprüche 22, Vers 9, steht nämlich ein anderer Vers im Alten Testament, Sprüche 22, Vers 9, da sagt er, wer gütigen Auges ist, der wird gesegnet werden, denn er gibt von seinem Brot den Geringen, also den Armen. Also der, was ein helles, ein Auge, ein lichtes Auge hat, der gibt dem Nächsten, der was weniger hat. Das heißt, wenn Jesus spricht über das Auge, was Licht ist, ist ein großzügiger Mensch. Und das Auge, was finster ist, ist ein neidischer Mensch, der was allbe glaubt, er ist zu kurz gekommen. Und ich habe das aufs Ding auch, glaube ich, draufgeschrieben, auf die Blattle da oben. Der Rabbi Eliezer hat gesagt, ein böses Auge ist demnach immer unzufrieden und missgünstig. Ein gutes Auge ist mildtätig und gibt gern. Darum jetzt für die erste Stunde als Zusammenfassung. Wir lernen von Jesus Christus, von der Bibel, dass Schuld, Zorn, Gier und Neid unser Auge finster macht. Und unser ganzes Leben. Und wenn wir nicht lernen, diese vier Dinge, Schuld, Zorn, Gier und Neid, zu kontrollieren, dann werden wir zunehmend schuldige, zornige, gierige und neidische Menschen. Wir mengen gar nicht aus. Wenn wir nichts lernen, wenn wir es einfach gehen lassen. Jesus hat einmal gesagt, das, was im Geheimen geschieht, wird einmal von den Dächern gerufen. Es wird jeder sehen. Es wird offenbar. Und wenn Jesus recht hat, und ich glaube, dass er recht hat, sonst habe ich keinen Job mehr, dann stimmt das, unser bisschen Schuld, unser bisschen Zorn, unser bisschen Gier und unser bisschen Neid werden zunehmend bestimmen, wie ich mich benehme. Und die Frage ist, wollen wir das? Ist das unser Ziel? Ich habe immer, wenn ich mit Menschen so ein persönliches Gespräch habe, kannst du es Seelsorge nennen oder Schatzen, und nachher lässt man ein bisschen zu, und nachher mit der Zeit habe ich das Gefühl, ah, da ist Bitterkeit, da ist Zorn in dem Menschen. Nachher ab und zu, das muss passen, da frage ich, ist es dein Ziel, ein bitterer und zorniger Mensch zu werden? Ist das, was du willst? Bis jetzt haben sie gesagt, nein, eigentlich nicht. Habe ich gesagt, dann musst du jetzt, wir kommen die nächste Stunde drauf, vergeben und bekennen, weil wenn du das nicht tust, dann wirst du zunehmend bitter und zornig. Einer hat es einmal so gesagt, den Weg kannst du dir wählen, aber das Ziel nicht.
wenn du den Weg einschlägst und sagst, aber ich will zornig sein und ich will gierig sein, ich will ein bisschen Gier halten, ich will ein bisschen Schuld halten, die will ich nicht bekennen, dann hast du den Weg gewählt. Und das Ziel ist vorherbestimmt. Und das ist, warum alte Leute oft ganz ungute Menschen werden. Ich meine, die, was alte Leute haben, die wissen das. Nicht alle. Aber die, die was nie gelernt haben, damit umzugehen, werden im Alter zunehmend zornig, gierig und so weiter. Und das, sie können es nicht mehr verbergen. Weißt, eine Zeit lang können wir sie ja verbergen. Man kann so ein bisschen um und um gehen. Aber nicht für immer. Und jetzt kommt die gute Botschaft. Und darum müsst ihr die zweite Stunde bleiben. Nämlich, wir müssen uns von die vier Feinde nicht beherrschen lassen. Es ist die beste Botschaft, was es gibt. Die haben wir in der Bibel. Jesus Christus hat uns gesagt, wir. Keins für die vier Dinge muss dein Herz bestimmen. Und wisst ihr, was überraschend ist? Alle vier Feinde sind extrem einfach zu besiegen. Aber nicht leicht. Ich weiß wirklich, wie ich sage, es ist extrem einfach, ein 10-jähriges Kind versteht es und sagt, ja, genau so geht's. Aber wisst ihr, warum es nicht leicht ist? Weil unser eigenes Herz im Wege steht. Unser eigenes Herz steht im Weg. Zum Beispiel, du weißt dann, ich sollte vergeben, aber ich kann nicht, das ist so ein Trottel. Das geht nicht. Das heißt, es ist extrem einfach, aber dass man es tatsächlich tut, brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes. Du brauchst Jesus dazu. Und das ist, warum ich so gern Christ bin, weil Jesus mir nicht nur zeigt, was in meinem Herzen das Problem ist, sondern er ist derjenige, der mir hilft, damit umgehen zu können. Du kannst es nicht und ich kann es nicht. Was ich zum Beispiel jetzt gesagt habe, die vier Dinge, und auch die nächsten vier Dinge, die Lösungen. Ich weiß nicht, ob einer von euch Psychologie studiert hat. Du wirst mir fast 100%ig übereinstimmen. Bei psychologischen Büchern liest du genau das Gleiche. Nur ein Problem in der Psychologie. Sie gibt dir nicht die Kraft, es zu tun. Und das ist der Unterschied, wenn du Jesus kennst und die Kraft des Heiligen Geistes in dir hast. Vater, Sohn, Heiliger Geist, der dreieinige Gott, der auf unserer Seite ist und uns hilft, damit umzugehen. Ohne den geht's nicht. Aber ihr werdet sehen, wenn ich euch die Lösungen zeige von der Bibel, das sind nicht meine Ideen, steht alles in der Bibel drin, werdet sagen, Trottel, ist das einfach. Und dann denkst du nochmal nach, aha, jetzt wird's konkret, das hat mit dem zu tun, mit dich. Ah, ich tue es lieber du nicht. Weil dein eigenes Herz im Wege steht. Aber Jesus ist größer wie unser Herz. Und darum haben wir eine gute Botschaft. Evangelium heißt gute Botschaft. Und wisst ihr, was das Schöne ist beim Evangelium? Jesus verlangt von dir nie etwas, wozu er nicht dir auch die Fähigkeit gibt, es zu tun. Zum Beispiel bei Jesus ist es so, da hat er zum Gelähmten gesagt, steh auf, nimm dein Bett und geh. Ja, wenn er das einfach so gesagt hat und sagt, du, jetzt reiß dich ein bisschen zusammen, steh einmal auf, da, tu nicht so blöd. Das nennt man Imperativ, das ist einfach ein Befehl ohne Befähigung. Das wäre keine gute Botschaft. Aber wenn Jesus sagt, steh auf, nimm mal in dein Bett und geh, dann gibt er nicht nur einen Befehl, er befähigt dich, es zu tun. Und er steht auf, nimmt das Bett und geht. Das ist die gute Botschaft. Und wisst ihr, was wir heute viel zu oft tun? Wir geben dauernd Imperative. Und einer depressiv ist ein bisschen, sagen wir, weißt du was, reiß dich zusammen, bist du, passt eh alles bei dir, tut ein bisschen gescheit und dann tut es schon wieder. Und der steht da völlig überfordert, weiß überhaupt nicht, was da damit und ist völlig hilflos. Das ist keine gute Botschaft, eine schlechte Botschaft. Und darum bin ich gerne Christ, darum gehöre ich gerne zu Jesus, weil er mich auch befähigt, das zu tun, was er mir sagt zu tun. Und es immer nur zu meinem Besten, immer nur. Jedes Gebot, das Jesus uns gibt, ist nur zu unserem Besten. Nie anders, weil er ein guter Gott ist. Bet noch, ich lese mit Gebet und dann gehen wir um. Lieber Vater, ich möchte einfach danken, dass du redest durch dein gutes, liebendes Wort.